Viele Börsianer mussten in der abgelaufenen Woche sehr, sehr starke Schmerzen aushalten, denn das deutsche Börsenbarometer startete letztlich unter dem Strich mit einem Abschlag von 8% in das neue Börsenjahr. Das war der schwächste Jahresstart in der Geschichte der Ermittlung des deutschen Börsenbarometers. Und so ist die Hoffnung groß, dass sich der Markt irgendwie stabilisieren kann. Ausgelöst wurden natürlich die Unsicherheiten durch die Turbulenzen in China. Und nicht wenige Ökonomen sind sogar der Meinung, dass die Regierung in Peking die eigene Wirtschaft, immerhin die zweitgrößte der Welt, gar nicht mehr so richtig kontrollieren könne. Heute ging es mit dem DAX zunächst auch wieder erst leicht abwärts, aber mittlerweile hat er sich stabilisiert und ist sogar in den grünen Bereich gelaufen. Wir wollen uns aber jetzt erst einmal mit den wichtigsten Unternehmensmeldungen beschäftigen. Zunächst geht es erneut um den Volkswagen-Konzern. Der Chef Matthias Müller hat in Amerika eine Charmoffensive gestartet, denn kurz vor Beginn der Automesse in Detroit hat er vor Journalisten angekündigt, dass er in einem Spitzentreffen am Mittwoch mit den US-amerikanischen Behörden in Washington neue Vorschläge besprechen wolle, die dann die Abgaskrise irgendwie vom Tisch räumen sollen. Zunächst erst einmal geht es darum, bei rund 430.000 Fahrzeugen einen neu entwickelten Katalysator einzubauen. Darüber hinaus hat man für ein Werk in Tennessee, das man bisher schon mit neuen Investitionen von $1 Milliarde ausstatten wollte, nochmals 900 Millionen Dollar zusätzlich zur Verfügung gestellt. Aber weitere Dinge werden natürlich besprochen werden. Die Details kennen wir jetzt noch nicht. Da müssen wir erstmal den Mittwoch abwarten. Die Volkswagen-Vorzugsaktie jedoch, die startet mit einem deutlichen Aufschlag in den Handelstag. 3,7% liegt sie im Plus bei 119,30 Euro. Damit ist die Vorzugsaktie von VW der stärkste Gewinner im DAX. Wir schauen auf Evonik. Der Chemieriese möchte nämlich aufgrund eines sehr guten Jahres 2015 die Dividende anheben. Im Vorjahr hat man noch 1 Euro bezahlt. Jetzt soll es immerhin 1,15 Euro geben. Beim Umsatz und beim bereinigten Ergebnis hat man seine Jahresziele erreicht. Und auch für das laufende Jahr 2016 ist man sehr, sehr optimistisch. Wir wollen Ihnen jetzt noch den Marktüberblick geben. Der deutsche Aktienindex DAX bei 9.930 Punkten mit 0,8% im Plus. Der Dow Jones Index ging am vergangenen Freitag mit einem Abschlag von 1% bei 16.346 Zählern aus dem Handel. Der Euro liegt aktuell bei $1.0880 mit einem 0,5% im Minus. Und auch eine Feinunze Gold verbilligt sich um 0,5%. Aktuell liegt sie bei $1.100,80.